Der Asphalt glüht, Motoren brüllen. Vom Rennsieg zur Verfolgung. Bullen, Bullen, steig ein! Steig ein! Hallo, bitte das ist unfair. Stehen. Wir haben das Gummibärlied gesungen. Ich hab das Lied aber nicht gehört. Gummibären. Hallo? Hallo? Komm, wir machen Rückwärts-Battle, wer zuerst ausschert. Warte, okay, warte. Ich bleib nicht stehen! Niemals! Ich bin ja rückwärts sogar schneller als ihr, ihr Schweine! Ey, ihr schummelt, Mann! Ihr holt wieder Anlauf immer! Ich brauch eine Gasse, Mann. Ich muss irgendeine Gasse finden. Wie, die fahren nicht mehr rückwärts? Nein. Was soll das denn? Ich hab auch vor, wenn ich vorwärts fahre, mehr Power. Jetzt? Ach nee, geht die Frage nicht, ist, wo fahre ich jetzt lang, Mann? Vielleicht kommen 30 Einheiten, die komplett. Da muss er wieder annehmen. Meinst du, wenn ich jetzt umdrehe und Kickdown mache, dann ist das besser für mich? Oh scheiße, ich höre weitere Sirenen, ich muss weg. Die Cubs jagen ihn, doch Jimmy navigiert geschickt. Wir sollten umsteigen auf ein anderes Auto. Die sind zu langsam. Komm, ja, komm. Endlich ein bisschen Spaß hier. Ein bisschen Spaß muss sein. Sonst wäre das. Das Glück von ganz allein. So sieht's aus. Hier die Kante nehme ich mit. Mann, mit der Karre macht das keinen Spaß. Wir sind zu schnell. Witzig wäre, wenn eine andere Schwarze verfolgt wird, ne? Die Dunkelheit verbirgt Geheimnisse, aber auch unerwartete Wendungen. Auch ein Tausender mehr. Nate, anstatt Jimmy, wird von den Polizisten erfasst. Ja, wo bist du denn? Ui, Junge, ist das langsam. Was ist denn da los? Hey, was geht? Was ist denn hier passiert? Nur ein Unfall, aber wenn Sie nicht dazugehören, bitte einmal weiterfahren. Na klar. Danke. Digga, du fährst einen Taurus. Bin auch 3 Kurven gefahren, war ich weg. Da was? Kommt er doch. Ich leg auch Schindliges ran. Was ist denn das? Habt ihr ein Deal gemacht? Ja, haben wir. Ja, er hat seinen Kollegen verloren. Er hat seinen Kollegen verloren und er hat einen halben Tank verbraucht, um ihn zu finden. Das gewonnene Auto, ein Symbol des Sieges, wird beschlagnahmt. Nate, wenn du wegrennst, renn weg. Renn beide weg jetzt. Ich lauf. Die sollen einsteigen. Nate, der tapfere Fahrer, wird von ritterlichen Ghetto Geralt befreit. Doch der Preis ist hoch. In diesem dramatischen Zwischenspiel wird ein teurer Sieg durch einen unvorhergesehenen Verlust überschattet. Ein Kontrast zwischen Ruhm und Opferbereitschaft, der zeigt, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat. Wir haben, also ich habe vorhin $200 für tanken bezahlt, bar, weil ich schnell tanken musste, also in einem 1000. Okay, Nate? Ich weiß es nicht, Jim hat alles. Das haben wir bekommen, 1100 und die Route war komplett leer. Kannst du mir auch gleich $600 geben? Was genommen? Kannst du von mir das alles haben? Nein. Aiden kriegt das alles, will $600 davon haben. Für den Teil. Ach, Junge, ey. Vor allem im Lauf! Und dann läuft nicht, ne? Ey, aber mit den Schmerzen, Digga, das war so ein Clownsverein. Digga, wie schnell dieser Cop-Taurus war. Entweder muss mein Taurus weg. Ja, edelmütiger Jimmy, dein Taurus ist leider von den Polizisten beschlagnahmt worden. Vielleicht knobelt ihr euch noch einen guten Plan zurecht, wie ihr ihn vielleicht wieder bekommt. Ein Auto stand vor Greedy. Ist ja Angestellter von. Ein Plan nimmt Form an, wie der Wagen aus den Fängen des Gesetzes befreit werden kann. Gemeinsam setzen sie alles auf eine Karte, während der Glanz des Sieges sie noch immer antreibt. Leitstelle SAP, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich würde gerne mein Auto gestohlen melden. Das ist ein Taurus, den habe ich vor Greedy Crab geparkt gehabt. Farbe? Schwarz. Kennzeichen? Warte, lass mich überlegen. 8, 7. Ah, okay, sind noch mehr Taurus? Nee, ich habe nur den einen. Ich habe noch einen Jugula, ja. Ja, Fahrzeug ist gestohlen gemeldet. Okay, alles klar. Ja. Krieg ich da eine Benachrichtigung, wenn sie den gefunden haben? Wir haben den tatsächlich vor uns stehen. Wo? An der Verwahrstelle. Warum das? Weil da gerade eine Verfolgung gefahren wurde. Von wem? Weiß ich nicht, aber das Fahrzeug ist auch aus. Also haben sie anderen Leuten da noch Zugriff drauf gegeben? Nee. Dann kommen sie einmal ins PD und da wird dann erstmal eine Anzeige eben gleich aufgenommen. Deswegen. Okay. Ciao. Siegesmutig machen sich der Lustmolch Opi und das Racing S Jimmy auf dem Weg zur Hauptbasis der Polizisten. Ob ihr Plan aufgeht, werden wir nun sehen. Wir drücken den beiden ganz fest die Daumen. Perfekt. Oh Mann, Digga. Nein, ist es nicht. Der sagt mir nicht, dass ihr jetzt noch die Leute seid, die Anzeige stellen wollen. Doch. Okay, warte, ich park mal da hinten. Ja, es tut mir echt leid mit deiner Tür. So, Sie wollen jetzt eine Anzeige aufgeben für einen Taurus, der was gestohlen wurde, oder? Ja. Ist das Ihr Taurus? Ja. Okay, und Sie wollten jetzt eine Verlustmeldung zu Ihrem Fahrzeug? Ja, das Ding ist, ich habe den vor Creedy Crab geparkt. Mhm. Ja, dann bin ich kurz ein bisschen unterwegs gewesen, dann bin ich da wieder hingefahren und der Wagen war weg. Und dann musste ich Opi anrufen, dass er mich abholt. Ja, da ist eine Akte offen zu Ihrem Fahrzeug. Da ist eine Verfolgungsfahrt mit gewesen. Ach nö. Und befindet sich jetzt derzeit in der Verwahrstelle. Habt ihr den Täter gefasst? Ja. Als Notiz steht drin, vermutlich gestohlen. Ich werde einmal die Person anrufen, die die Akte geschrieben hat. Herr Weasbund, Sie reden jetzt mit mir. Okay. Sie sind Besitzer eines Taurus mit dem Kennzeichen. Ja.
Das Problem ist, wie lange haben Sie dieses Fahrzeug schon vermisst? Seit einer Stunde. Ja, genau, da liegt das Problem. Eine Stunde, anderthalb, irgendwie so. Sie haben leider ein bisschen zu spät das als vermisst gemeldet. Aber wenn er nicht weiß, dass das Auto vermisst ist... Wer ist das, denkt ihr euch? Das, meine edlen Freunde, ist Wortakrobat Jaden. Er hat die Falle direkt gerochen und fängt an, mit den Worten zu jonglieren. Das kann das doch nicht als vermisst melden, wenn wir gerade unterwegs sind, das Auto vor Creedy steht und wir wiederkommen und er dann das Auto als vermisst meldet, dann kann er das doch nicht früher melden. Das macht doch keinen Sinn im System. Das ist ein Punkt, ne? Das stimmt. Außerdem ist irgendwer bei dem ganzen Geschichte festgenommen worden. Nur der Beifahrer leider. Ja, dann ist die Halterhaftung doch eh vom Tisch. Es muss immer einer aus dem Auto festgenommen werden, dann hast du eh keine Halterhaftung. Das wollte ich Ihnen gerade erklären. Es gibt keine Halterhaftung. Da können Sie schon mal froh sein, sonst wäre es eine starke Gefährdung des Straßenverkehrs. Nein, wäre es nicht, weil er es gemeldet aber, hat. Gemeldet ja, hat. Aber ist demnach nicht so. Das Einzige, was wir Ihnen anbieten können, ist halt in 48 Stunden Ihren Taurus wieder aus der PDV. Warum machst du vielleicht auch 24? Du kannst doch darauf runterdenken. Der gewiefte Jimmy lässt nichts aus. Er spielt die Gefühlskarte. Wird es ihm gelingen? Also ich verstehe das alles gar nicht, ne? Also wäre ich jetzt ein total Schwerkrimineller, dann würde ich es verstehen, wenn ihr, keine Ahnung, mir als auswischen wollt oder so. Oder euer... Im Endeffekt geht es erstmal darum, Halterhaftung, es war eine leicht dreiste Flucht, die der Fahrer entsprechend... Was geht mich der Fahrer an? Ja, natürlich, aber wir gehen erstmal davon aus, dass der Fahrer auch der Besitzer des Fahrzeugs ist. Ja, aber wenn er das als gestohlen meldet, ist er doch nicht der Besitzer. Aber alles gut, ich sehe gerade, in unserem Aktensystem steht nichts von 48 Stunden, sondern einfach nur vermutlich gestohlen. Das heißt, sie könnten es nach 24 Stunden aus der Verwahrstelle. Aber es ist nun mal leider Fakt, dass in dieser Stunde, wo sie es anscheinend nicht gemerkt haben, dass sie es vermissen oder dergleichen, damit eine Straftat gemacht worden ist und dementsprechend können wir es leider nicht früher rausgeben. Jimmy lässt nicht locker. Er versucht es prompt noch einmal. Es ist schließlich sein heiß erkämpfter Gewinn vom Rennen. Ich versuche das gerade zu verstehen. Es geht halt nur theoretisch für mich verstehen, so, weil das Ding ist, ich bin halt ein ganz normaler Bürger so, der seinen Stuff macht, die arbeiten so, ich stehe jeden Tag auf, gehe zu meinem Job, fahre ab und zu mit meinem Auto rum. Jetzt habe ich vor 2 Tagen oder 3 Tagen dieses Auto da gewonnen bei so einem Event. Und keine Ahnung, dann klaut mir das einer und ihr klaut mir das jetzt für 24 Stunden, weil mir das einer geklaut hat. Also werde ich dafür belangt. Oder warum muss das 24 Stunden in dieser Verwahrstelle drin sein? Weil damit eine Straftat begangen wird. Ja, aber damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun. Und das Auto gehört ja mir. Verstehen Sie das? Das verstehe ich nicht. Und ich stehe ja jeden Tag auf und gehe zu meiner Arbeit, mache mein Ding so. Zahl Steuern, ja gerade nicht, weil Steuern abgesenkt wurden, aber ich verstehe es halt nicht. Sehen Sie es mal so, es war wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, wo Sie gemeldet haben. Ich verstehe, dass Sie es nicht früher gemerkt haben, vollkommen fein. Sie es vielleicht 10 Minuten früher gemacht, wo wir noch währenddessen in dieser Verfolgungsjagd gewesen wären, wir das niemals zur Verwahrstelle gebaut. Wissen ja, aber ich verstehe das schon, aber wo ist denn das... Ja, eine Verwahrstelle ist halt eine Verwahrstelle. Da machst du die Schranke auf und holst das Auto runter. So können wir leider Gottes davon nicht ausschließen, dass sie eventuell der Fahrer gewesen sind. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wie? Ich check's nicht. Keine Ahnung. Also, irgendwie ich glaube, ich bin dumm oder so. Naiver Jimmy, du denkst viel zu simpel. So einfach kann das doch gar nicht sein. Das Auto von einer Verwahrstelle zufahren ist viel zu kompliziert. Da muss ich der Polizistin recht geben. Nein, hätten Sie währenddessen das als vermisst gemeldet, dann hätten wir definitiv... Ja, aber ich hab ihn noch... Ich Sie hab ihn waren noch. Nicht in diesem Fahrzeug. Das, was du machst, nichts gut. Nicht frage mit mir sowas. Ja, das Ding ist, ich wollte eine Anzeige erstatten. Hab ich gemacht, als ich es mitbekommen habe, direkt. So, ich hab mich von Opi extra hierher fahren lassen. Mit seinem Jugler. Ich hab das Auto vorher nicht gesehen. Ich war nicht bei Creedy Cup in der Zeit. Deswegen verstehe ich es nicht. Also, keine Ahnung. Also, ja, gut. Wissen Sie, was ich meine? Nein, absolut nicht. Gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Absolut nicht. Gucken Sie doch in meine Aktenlage rein. Ich hab nichts, ich mach nichts. Ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit und nach der Arbeit fahre ich ein bisschen mit meinem neuen Auto rum. Das Ding ist, jetzt habe ich den mal stehen lassen und der wurde mir geklaut. Toll. Dann kriege ich es mit, dass er geklaut wird, mache eine Anzeige und es bringt einfach nichts, dass ich eine Anzeige mache. Also ja, Sie sind schon verjährt. Also nee, fast begonnen. Fast verjährt. Ja doch, Sie sind eigentlich schon verjährt. Am 28.07.2023. Entziehung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Ich sag Ihnen mal kurz was. Mein Bruder heißt Jackson Wheelspoon. Ihr Kollege hat die Akte auf mich geschrieben, obwohl er im Knast war. Moment.
Ja, er hat seinen Ausweis gegeben und dann hat der Kollege gesagt, ach, Jimmy Wheelspoon, ja? Und mein Bruder hat nichts gesagt. Am 28.07.? Ja, ich habe nichts gemacht. Nochmal. Ist das so? Ja, das ist so. Da könnten Sie sogar rein theoretisch in meinen Akten reingucken. Da sollte eigentlich am gleichen Tag eine Akte drin sein, weil ich mit Jackson zusammen in der Zelle saß. Wir wissen aber schon... Ich weiß nichts. Sie sind Aiden McLare? Richtig, Opie. Und Jack Turn waren dabei? Weiß nicht, ob der Jack Turn... Können Sie sich denn noch an die Officer erinnern? Eine Dame. Du kannst auch nachgucken, wer die Akte geschrieben hat. Ja, warte, ich hatte, glaube ich, eine Dame und einen Herrn. Mhm. Nur das weiß die ich Dame noch. Steht vor Ihnen. Kann möglich sein. Hallo, Kuckuck. Das heißt, Sie haben richtig Scheiße gebaut. Also ich habe keine blonden Haare tatsächlich hier. Ich kann gerne meine Mütze absetzen. Wir kontrollieren direkt die Ausweise und gucken dementsprechend, was dort draufsteht. Ja, dann wird dein Kollege vermutlich Wheelspoon als Name gesucht haben und dann einfach den einen rausgesucht haben von den beiden, die es gibt. Selbe dann wahrscheinlich auch auf dem 5.7. und 24.6. Oh nein, sie hat Jimmy überführt, der Verbrecher. Er ist doch schon zweimal aktenkundig geworden. 100%, oh yes. Wow, zwei Einträge, geil. Finde ich gut. Obwohl Jimmy ein aktenkundiger Schwerkrimineller ist, versucht er es noch einmal auf der Sympathieschiene. Was ich halt nicht verstehen kann, ist, dass ich überhaupt nichts für diese Straftat kann. Und krieg mein Auto einfach nicht. Also, keine Ahnung, so Anzeige bringt anscheinend nichts. Können Sie in irgendeiner Weise explizit nachweisen, dass Sie mit diesem Auto nicht unterwegs waren? Ich war mit meinem Jugular. Der Kronzeuge ist der Mafia-Opi. Er deckt Jimmy und verschafft ihm ein Alibi. Er lügt zwar, aber das wissen nur wir, Kinder, also noch nicht petzen. Unterwegs, an der Tankstelle und ich habe noch ein wenig gearbeitet. Er stand bei mir. Und dann sind wir zu Quidi gefahren, weil er gesagt hat, er will umsteigen auf Ding und will nach Hause schlafen gehen. Und dann hat er gemerkt halt, das Auto weg ist. Dann hat er direkt angerufen. Sie können ihn gerne vereidigen, glaube ich. Gut. Dann frage ich Sie, welche Personen haben auf diesen Taurus Zugriff? Ist das relevant? Ja. Warum? Weil der Herr vor Ort den Motor abgeschalten hat. Das können nur Leute, die Zugriff auf das Auto haben. What? Vielleicht hat er die Kupplung springen lassen, die Karre ist abgesoffen. Das ist ein Schalter. Das hätte man gehört, oder? Weiß ich nicht, ich war nicht vor Ort. Jimmy lügt, bis die Balken biegen, nur um seinen heißgeliebten Wagen zurückzubekommen. Was ein Typ, nehmt euch bitte kein Beispiel an ihm. Ja, wenn die Kupplung abspringt oder dergleichen, dann hört man das. Er hat einfach nur den Motor ausgeschaltet, ist ausgestiegen und in einem anderen Fahrzeug eingestiegen. Tut mir leid, dass ich dir das sage, aber es könnte in deinem näheren Umkreis gewesen sein, der sich einfach dein Auto geliehen hat. Ich verstehe es nicht. Also theoretisch, denke ich, hört man, wenn die Kupplung, ne? Na klar. Also ich wurde ja schon mal hops genommen, ja? Vor langer Zeit, aber ich wurde schon mal hops genommen, nicht nur einmal, ja? Du kommst da an, es ist super viel, ne? Du hörst Horn, alles drum und dran, ja? Mit dir schallert das Horn direkt in die Ohren und du willst mir sagen, dass du einen Motor auch voll direkt hörst, obwohl alles mega laut ist und unübersichtlich ist, dass du genau darauf geachtet hast? Wortakrobat Jaden beschreibt wie ein Maler die Situation. Ich bin gespannt, wohin das alles noch führt. Ich mach den Motor dann bloß. Wie kommst du denn darauf, dass das eine unübersichtliche Dings war? Ich habe gerade gesagt, schon öfters Hops genommen und in der Regel, wenn du da Unfall baust oder eingekesselt wirst oder ähnliches, da ist noch viel los, alle springen aus den Autos, alle brüllen Hände hoch, ich taser dich oder whatever, ja? Ne? Das ist ja so, kannst bei mir in den Akten gucken, nicht nur einmal. So. Dementsprechend, ne, du hast Horn, du hast Geschrei, alles drum und dran und du hast dich, ohne es zu wissen, diese eine Sache fokussiert und hast genau drauf geachtet. Okay. Ich spreche mich kurz mit meinen Kollegen und dann gebe ich Ihnen in einer Minute Bescheid. Okay. War doch gerade ein gutes Argument, oder? Ja. Wenn sie es nicht zurückgibt, war es ein guter Versuch. Wenn sie es zurückgibt, war es ein guter Versuch. Das wäre crazy, wenn das geht. Anders kommt es halt auch nicht raus, so, ne? Außer die Karre ist halt abgesoffen. Vor allem, ich habe das safe gehört, dass sie nicht abgesoffen ist. Halt's Maul. War mehr als eine Minute, sorry. Das Einzige, was wir Ihnen noch anbieten können, ist, dass wir in den 24 Stunden Ihr Auto auf Einbruchspuren untersuchen werden. So, dementsprechend heißt es aber trotzdem, es bleibt in 20 Stunden in der PD-Verwahrung $600 dann rausgeholt werden. Das ist schade, aber da kann ich auch nichts gegen machen. Das sind halt höhere Gewalten, so, ne? Es ist in halt, Ihrer Macht, so, also nicht in meiner. Halt, es ist halt leider Gottes so, es wurde bei einer Straftat genutzt und ich wünschte auch, du hättest eine halbe Stunde, 10 Minuten, 15 Minuten früher angerufen, dann wäre das alles kein Problem gewesen, wirklich. Ja. Aber es ist halt, wie man immer so schön sagt, falsche Zeit. Gut, in dem Sinne nicht falscher Ort, aber
Ja, doch auch. Falscher Parkplatz. Ja, falscher Parkplatz, doch. Also, falsche Zeit, falscher Ort. Und gut. Und sonst noch irgendwas? Nö, tatsächlich nicht. Angenehmen Abend noch. Ebenso. Ach ja. Was willst du machen? Hallo, Jimmy. Das ist der eiskalte TK. Er ist ein Kfz-Meister und arbeitet bei dem Marktführer Benny's Customs. Er hat täglich mit Autos und rasenden, hochpulsierenden Situationen zu tun. Vielleicht hat er ja noch einen Tipp, dachte sich der traurige Jimmy. TK, du kennst dich doch aus mit Autos, ne? Ja. Ist das laut, wenn ein Auto absäuft? Nein. Also nehmen wir mal ein Szenario, ne? Blaulicht, Sirene, halt an oder ich taser dich, wird geschrien und das Auto säuft ab. Hört man das? Nein, du hörst nicht, dass ein Auto absäuft. Du hörst vielleicht ein so ein Stottern, wenn du noch einen Gang drin hast. Aber an sich hörst du nicht, das Auto geht aus, fertig. Das macht die einmal den Water, please, that help. Ich versteh's auch nicht, ne? Weißt du, was ich dazu sage? When you try your best, don't succeed. Gang, gang.